Erinnern Sie sich noch? So begann im November 2004 Bianca Wege zum Glück. Bianca Berger und ihre große Liebe Oliver Wellinghoff. Schon beim ersten Treffen funkt es gewaltig, doch einfach wird es nicht. Über 200 Folgen lang müssen die beiden für ihre Liebe kämpfen. Auf unser Zusammentreffen. Vor 4 Jahren lief die letzte Folge von Bianca. Hauptdarstellerin Tanja Wethorn erinnert sich auch heute noch gern an die Dreharbeiten. Es ist nach wie vor wahrscheinlich das Besonderste, was ich je gemacht habe. Einfach durch die Produktionsbedingungen, durch Patrick auch, den ich da kennengelernt habe. Also das ist so, und auch diese Intensität, dieses jahrelang jeden Tag arbeiten, so viele Stunden und so viele Minuten Dreh. Und man hat in dieser Telenovela lebt man praktisch wirklich ein Leben. Ja, es ist echt so. Und also das Leben dieser Rolle, weil es eben so dicht ist, weil es so viele Szenen zu Momenten gibt. Schauspieler Patrick Fichte spielte 1 Jahr lang den smarten Bankierssohn Oliver Wellinghoff. Und die Rolle verfolgt ihn bis heute. Also ich habe zu der Zeit, als ich das gedreht habe, auf den Namen gehört, Oliver. Und ich höre auch heute, also wenn jemand hinter mir herruft, Oliver, und ich weiß todsicher, er meint mich, weil überhaupt kein anderer da ist, gehe ich natürlich davon aus, dass er den Rollennamen sagt. Und dann reagiere ich in den meisten Fällen auch drauf. Manchmal sage ich den Leuten dann, ich heiße Patrick. Es gab mal eine Geschichte, wo eine Frau mir hinterhergerufen hat, sagte, Olli, Mensch, Olli, wie geht's? Und dann habe ich gesagt, Mensch, Kathi, wie geht's? Sagt sie, ich heiße nicht Kathi, ich heiße Olli. Du meinst, der Sohn der Wellinghoffs hat seine große Liebe gefunden? Ja, ich weiß es. Bianca Wege zum Glück war die erste deutsche Telenovela. Kaum eine andere war so erfolgreich. Über 2 Millionen Fans fieberten mit. Bekommt das Hausmädchen Bianca am Schluss ihren Oliver? Die gute Nachricht für alle Fans, alte und neue. Die ganze Geschichte können Sie jetzt noch einmal sehen. Bianca wird wiederholt. Jeden Wochentag um 11:15 im ZDF.